Oh nein, da braucht jemand meine Hilfe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Duru. Ja, die letzten 20 Minuten bin ich hier rumgegeistert, habe das Level 1 nochmal gemacht, weil ich absolut keine Ahnung hatte, was ich jetzt machen muss und wo ich hin sollte. Ich werde euch das dann mal bei den Outtakes, wenn ich daran denke, reinmachen. Und wir kommen endlich weiter. Die brauchen unsere Hilfe. Ich weiß nur nicht genau, wofür. Genau, ich weiß nicht, wofür. Ob der Typ eventuell wieder sauer auf uns ist? Maden haben das Essen zerfressen, also Raupen oder so. Und das fanden alle so schrecklich, dass sie direkt weggelaufen sind, anstatt die zu verscheuchen. Und was hat der Typ dann gesagt? Hat eventuell einer der Raupen den angegriffen? Der ist wohl mitgeflüchtet anscheinend. Oha. Der Häuptling ist da. Entweder winkt er uns oder versucht uns zu beruhigen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schätze, das heißt so viel, wenn wir alle zusammenhalten. Dann werden wir wieder die Vorräte füllen. Und bis zum Abend haben die Raupen die wieder weggefressen. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dann haben wir auch wieder volle Töpfe, die wir essen können. Und unser kleiner Diktator hier, da dieser Aufseher, ist dann wieder groß und stark und wir halten immer noch zusammen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, was das bedeutet. Jeder Einzelne ist stark und muss viel leisten. 110%, nicht nur 100%. Dann ist der Diktator-Aufseher auch ja, froh darüber nicht. Ne? Also uns wohlgesonnen. Dann ist er glücklich. Ich weiß nicht, wer der jetzt genau ist. Das bin ich nicht, oder? Wir sollen miteinander reden? Keine Ahnung. Ach, das ist hier dieser Chef, der sich darum kümmert, meine ich, der das kontrolliert. Da sind sie wieder, sie sind am Essen. Hm. Ja, will mal einen kurzen Schluck trinken? Da sind sie miteinander am Reden. Über den Aufseher. Oh. Anscheinend muss der kontrollieren, ob da diese Viecher, diese Raupen drin sind in den Essen. Ja, und wir machen uns dann schon Sorgen darum, wie viel wir eigentlich noch bis zum Sonnenuntergang besorgen müssen. Aber wir denken, dass wir es schaffen werden, dass wir sogar das Doppelte besorgen werden. Dann werden wir wieder ein größeres Ansehen haben als unser Kollege, sag ich mal. Weil wir geben die 100%, 110%. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist, keine Ahnung, aber ich übersetze das jetzt mal einfach so. So, wie war das jetzt nochmal? Das war der Aufzug, ne? Ja, ich weiß, es geht wieder los hier. Und wir haben endlich Level 2 hier drin freigeschaltet. Es war auch schwer genug, überhaupt herauszufinden, wie es weiterging. Er spricht jetzt mit ihm über die fürchterlichen Raupen, aber er hat wohl noch nichts davon gehört. Und dass der Aufseher total sauer ist. Naja, im Prinzip wiederholen die jetzt nur das Gleiche. So, ein fleißiger Arbeiter ist ja auch schon da. Und wir versuchen mal Level 2. So, wir sind komplett voll. Da müssen wir einmal rüberspringen. Aber ich... Achso, doch, Moment, ich komme doch rüber. Nehme ich an. Ja, genau. Ich kann es nur nicht zurückholen. Das ist... Ja, es war so klar. Ja, komm, ich bin extra am letzten Moment gesprungen.
Komme ich da hoch? Ja. So, ich denke mal, da muss ich jetzt eine Brücke oder sowas machen. Oh. Du darfst es gerne da drauf lassen, ne? Also ist jetzt nicht so... Jetzt kann ich es nicht mehr holen, oder was? Hä? Ich muss jetzt nicht ernsthaft so schnell sein, oder? Eieiei. Hilfe. Okay. Okay. Den legen wir dann da drauf. Oder müssen wir... Der bringt uns nach links oben. Aber was bringt uns das? Macht er das nur einmal oder öfter? Er macht es öfter, okay. Mal gucken. Ich denke mal, da ist noch irgendwas. Ach, da ist auch noch ein Schalter. Ach, herrje. Wegen dem Schalter sollen wir jetzt da hoch, oder? Nee, nicht nur wegen dem Schalter. Sehr schön. Eine haben wir schon mal gefunden. Die Frage ist nur... was macht denn jetzt? Hallo? Nein, wenn ich das nicht drücke, möchte ich das auch nicht machen. Oh, wieso bin ich jetzt da wieder runtergefallen? Mann, 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 Mann. Hallo, nimm den mit. Na komm, komm, wie sehe ich das jetzt richtig an? Nein. Okay, hier können wir ihn wieder zurückholen. So, dann schauen wir erstmal unten. Ist da denn wirklich was? Oder? Hallo, wieso springt der nicht? Spring doch mal. Hier kannst du doch auch springen. Wieso kannst du da unten nicht springen? Okay, da bin ich jetzt mit dem Kopf angestoßen. Ja. Das ist komisch. Moment, kann man auch runterspringen? Anscheinend ist das nicht so einfach. Aber hier oben haben wir jetzt so nichts mehr. Okay. So, den haben wir aber zwei. Ich glaube, da kam da nichts mehr. Okay, jetzt sind wir hier aber am Ende, oder? Nee, okay. Wir haben noch einen zweiten Teil. Sehr schön. Ich dachte schon. Wir können uns das höher bauen, aber bringt uns das was? Oder müssen wir eventuell von hier aus schon den Schalter machen? Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Na, komm, komm. Ja, fast. Nein, wenn ich nach links gehe, will ich, dass du nach links gehst und nicht nach rechts. Also es mit der Einstellung, es ist etwas kompliziert mit dem Controller, weil der auch einfach durchgehend hier, ich drücke einmal kurz nach oben und er geht dann durchgehend weiter. Ich drücke einmal kurz nach unten und wie ihr seht, er geht durchgehend weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Also das ist schon ein bisschen nervig. Okay, ich komme jetzt da hoch. Das ist jetzt eine gute Frage. Das Problem ist... Oh ja, mach's bloß nicht dahin, wo ich hinzeige. Nee, ist kein Thema. Das Problem ist ja... Kann ich das nicht da drüber machen? Achso, der nimmt dann alles. Achso, dann kommen wir doch da oben ran. Ah, okay. Ist dann doch kein Problem. Och ja... Und man fällt durch, sobald man drüber läuft. Das ist natürlich doof. Oh. Was jetzt? Das ist mir doch egal. Da bin ich doch noch gar nicht. So, erstmal das hier machen. Frage ist jetzt, kriegen wir das jetzt hin oder macht er hier wieder endlos lange Faxen? Komm, komm. Hier nach rechts. Ja, fast.
Fast. Probieren wir es mal. Nein, ist perfekt gewesen, aber funktioniert nicht. Also noch ein Versuch. Nein, du sollst immer noch nach oben, wo ich mit dem Controller hingehe. Ja, nach rechts und ja, nach oben. Ich weiß nicht, ob der von da nur schlecht werfen kann oder so, keine Ahnung. Ich probiere es mal von, ja, von hier aus kann ich nicht. Ich muss erstmal wiederholen. Ich sage also, das mit dem Anvisieren, das ist wirklich sehr, sehr nervig mit dem Controller. Nur es ist halt ein Jump-and-Run-Spiel, ne? Also, ja, was heißt Jump-and-Run? Man muss halt viel dabei auch springen und so. Und dann ist ja klar, dass das dann die meisten mit dem Controller spielen. Ah, jetzt. Nein! Ja, genau! Zeig mir bloß nicht, wo ich bin, aber ist kein Thema. Oh je. Muss ich das jetzt da drauf werfen oder was? Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ach du Schande. Okay. Ja, 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 fast. Okay. Und nu? Darf ich denn auch? Aber da kann ich doch nicht. Da müsste ich ja rüberspringen und dann da hochspringen. Oh mein Gott. Okay. Da ist das Ende, aber... Haben wir hier oben noch was? Ah ja, perfekt. Perfekt. So. Ich bin mir aber nicht sicher mit dem Hebel da unten, ob wir da jetzt noch rum sollten. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil wir haben jetzt soweit alles. Ich gehe lieber das Level abschließen. Und wir haben die drei, ja, Mohrrüben oder was auch immer das ist, gefunden. Und ich gerade keine Stimme mehr, deswegen wollte ich gerade mal kurz einen Schluck trinken. Ja, ich bin sehr, sehr müde. Frage ist jetzt, ein kleines bisschen, oder was heißt das? Ob er auch müde ist, weil er mich immer darunter transportieren muss? Er hat keine Ahnung, was ich meine, glaube ich. Ihm geht's gut. Ja, alles gut. Hat der mich jetzt wieder... Der hat mich doch jetzt wieder ins Level gebracht, oder? Hallo? Oh. Ist das das gleiche Level? Dann haben wir nämlich eins übersehen. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, das hat, glaube ich, anders angefangen, oder? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt hier. Machen wir jetzt hier wieder das gleiche Level? Ich werde es nochmal anspielen, also falls es das gleiche Level ist. Falls es... Ja, war ja klar. Falls es nicht das gleiche Level ist, dann werden wir das natürlich weiterspielen. Nur ich bin jetzt echt verwirrt. Vor allem, wieso hat er mich hier runtergebracht? Normalerweise bringt er mich ja raus. Das ist jetzt irgendwie... Warum trifft der immer so perfekt und trotzdem funktioniert das nicht? Ich meine, ich weiß, weil da nicht dieses Zeichen drauf ist. Aber das kommt halt eben sehr, sehr, sehr schwer, wenn man mit Controller spielt. Ich probiere es mal so. Ja, so geht's auch. Du willst mich veräppeln, oder? Da müssen wir jetzt mehrere Sachen finden, oder was? Kann ich das im Flug machen? Kann ich. Okay. Ich sehe nichts, aber ich denke mal... Wieso darf ich da nicht hoch? Hallo? Jetzt.
Ja, ich denke mal, dass wir da drei Schalter finden werden. Und das war richtig. Okay. Flup. Einmal hier runter. Oh, ich hasse diese Dinger. Weil immer in deren Gegenwart springe ich nicht vernünftig. Beziehungsweise springt er oder sie. Ich denke mal, es ist ein er. Nicht vernünftig. Was kommt jetzt? Also er denkt offenbar... Was bist du denn? Ich kann dich auf jeden Fall nicht kaputt machen. Er denkt also offenbar darüber nach. Der kommt mir, der folgt mir auf Schritt und Tritt. Vielleicht kann er mir ja helfen. Er denkt auf jeden Fall darüber nach, was jetzt von ihm verlangt wurde. Wieso soll ich hier... Ich komme noch so da hoch. Hä? Moment, da oben ist ein... Nee, das ist kein Seil. Ach so, damit er mitkommt, oder wie? Oh, jetzt muss ich ihn auch noch mitkriegen. Kannst du das? Ja. Okay. Also, wir haben jetzt eine größere Herausforderung. Wieso soll ich das schieben? Weil der sich nicht traut, da runter zu springen, verstehe? Na, wie ging das nochmal mit dem Schieben? Moment, da musste ich irgendwas Spezielles drücken. Ja, ja. Achso, rechte Taste, okay. Mit der hier hochkommt. Ah, verstehe. Kommst du hier hoch? Du kommst hier hoch, okay. Es verwirrt mich noch ein bisschen, weil es ist ja ganz neu, ne? Jetzt hätte ich den Stein aber eigentlich... Achso, habe ich schon wieder zurück, okay. Hallo? Geht's noch? Was bist du denn für einer? Haha. Oh mein Gott, das wird hier jetzt richtig schwer hier. Komm mal mit rüber. Eieiei, da muss ich den Großen, denke ich, da mal... Ja, natürlich. Der lenkt mich aber auch ab. Du siehst... Hallo, spring doch mal. Du siehst nicht so richtig. Hallo? Ich stand noch nicht mal in der Nähe von den Dornen. So. Ich muss nach links. Da oben ist ein Rädchen, aber da ist kein... Da ist doch kein Hebel, oder? Muss ich da was draufwerfen? Kann man da was drauf? Ah, ne, Moment, da unten ist ein Schalter. Moment. Nein. Falsche Taste. Ja, da muss ich aber trotzdem noch eins mehr machen. Komme ich da nicht mehr hoch? Doch. Das heißt, ich müsste theoretisch was da oben hinwerfen, nehme ich mal an. Kann ich ihn nicht da hinwerfen? Weil der geht mir jetzt schon auf die Nerven, ehrlich gesagt. Versuchen wir mal. Ah, okay. Sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr geil. Oh, die habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja, ja. Bloß nicht springen. Kein Thema. So. Kommst du mit mir mit, wenn ich hier hingehe? Natürlich nicht. Was auch sonst. Mache ich da einen hin? Kann ich den wieder mitnehmen? Und ich denke mal, dass ich dann hier einen zeichnen muss. Und hier rüber schieben muss. Was war denn das gerade? Dann haben wir den kleinen.
Wieso kann ich den jetzt nicht nehmen? Was ist das für ein Mist? Zack. So. Nein, wir sind ja noch gar nicht durch. Oh, ich hatte gerade schon Hoffnung. Moment. Hier. Nee, da kommen... Ah, doch, da könnten wir theoretisch hochspringen. Wenn er denn springt. So. Da oben können wir was anschießen. Dann machen wir das doch mal eben. Falls wir den richtigen Winkel hinkriegen, natürlich nur. So, nein. Okay. Jetzt ist der natürlich da unten gelandet. Oben kommen wir nicht weiter. Ach so, das ist gar nicht für unten. Okay. Was war das? Hallo? Hä? Wieso macht er mich jetzt kaputt? Er kommt aber auch nicht hier oben hoch, wenn ich... Ja gut, wenn ich da noch einen hinstelle, müsste das theoretisch gehen. Aber so viel kann ich ja nicht bauen. Das Problem ist, dass ich da oben nicht so weit hinkomme, dass ich dem erstmal die Tür aufmachen kann. Weil wenn ich da so einen Schritt nach rechts gehe, dann brüllt der hier gleich wieder rum. Hm, das ist ja blöd gemacht. Also, den hochkriegen ist ja jetzt noch die eine Sache. Das Problem ist... Okay, das Problem hat sich gerade erledigt, weil er von selber da rumhüpft. Ja, kein Thema. Theoretischerweise bin mir jetzt nicht sicher. Theoretischerweise könnten wir doch den Großen da drauf machen. Den kann er ja nicht bewegen, ne? Er kann aber auch nicht so richtig mitkommen. Die Frage ist, von wo müsste ich wahrscheinlich von hier einmachen und den dann da hochwerfen. Eieiei, das wird jetzt richtig... Eigentlich müsste ich da hoch. Aber ich weiß halt nicht... Und das kommt direkt wieder zurück. Das ist natürlich blöd. Dann probieren wir es doch erstmal aus, dass ich da eine Vergrößerung hinstelle. Was mir wahrscheinlich nicht wirklich was bringt, aber naja. Wir probieren es trotzdem mal. Ah, doch. Oh mein Gott, ist das kompliziert. Okay. Nein, das ist nicht dein Ernst jetzt. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Ja, und wie machst du, blödes Vieh hier? Wie befreist du mich jetzt? Ach so, Moment, da oben ist noch was. Nein, geh nach oben, wenn ich nach oben ziele. Genau. Bleib auch da stehen, wo ich stehen bleibe. Okay. Boah, ist das ein Chaos hier. Nein. Hier kann er doch runter, oder nicht? Ja, okay, so kann er zumindest runter. Dann müssen wir hier ein großes hinstellen. Ich weiß aber nicht. Ne, das kriegt er nicht hin. Da muss er aber links gehen, okay. Alles gut, ich stell dir das Teil hier hin. Dann kannst du runter.
So, komm mit, du komisches Etwas. Müssen wir uns da was vergrößern? Wahrscheinlich. Er dann aber vermutlich auch. Oder für ihn dann vermutlich auch. Ja, ja klar. Auch er kann einfach da durchlaufen. Aber ich muss mir hier sonst was daher zaubern, ne? Das ist ja wieder klar. Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob ich so weit springen kann. Oh, wo ist der denn jetzt gelandet? Hallo? Er soll eigentlich gerade stehen. Ich kann nicht so hoch springen, so wie es aussieht. Da ist aber nichts, wo man irgendwie drücken kann oder so. Achso, Moment, hier können wir doch noch. Moment. Weiß aber nicht, ob das geht. Doch, das geht. Okay. Ach, der kann einfach... Ja, stimmt. Ich weiß nicht... Nee, da konnte ich mich nicht rausstellen, ne, auf das eine. Oh mein Gott. Oh. Okay, eins müssen wir noch. So, rechts geht es. Da ist ein Schalter. Natürlich reicht das nicht. Was auch sonst? Da unten ist auch noch was. Ich hoffe, ich kann da... Ich sehe nämlich nichts, weil der jetzt hier... Okay, ich hoffe, ich kann da runterspringen. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Dann, der kommt ja so mit. Aber... Achso, ich habe ja schon alle. Okay, nee, nee, dann ist es okay. Ach, das sind die drei. Verstehe. Dann nehme ich erstmal das große. So, dann springst du mir nämlich nicht mehr runter. Ich bin gemein, ich weiß. So, dann machen wir die kleinen jetzt da drauf. Nehmen das auf, komm. Da drauf. Und da drauf. Frage ist jetzt. Ah ja, doch, so komme ich da hoch, okay. Aber. Genau, aber ich. So, nein! Ah! Okay, ich habe einen Denkfehler gehabt. Machen wir alles nochmal von vorne. Ich dachte, wir könnten die da mitnehmen. Aber klar, dann gehen die natürlich unten weg. Also machen wir das nicht. Sondern springen jetzt einfach nur da hoch und gehen da rüber. So. Und hoffen... Ah! Ich glaube, er hat jetzt Angst vor dem Aufseher, weil dieses komische Viech mit dabei ist. Der sieht das und wird das nicht gut finden. Dann wird er rumbrüllen. Er findet es okay, so wie es aussieht. Und dass die Nacht so langsam beginnt, also der Abend. Er versteht nichts. Achso, er kann ihn wohl nicht sehen, denke ich mir mal. Und er weiß nicht, wovon er redet. Und dann findet er alles okay. Okay. Ja, wir haben leider nicht alle geschafft. Er hat immer noch Angst vor ihm. Er denkt, dass er ihn ausmotzen wird wegen dem schwarzen Viech. Aber er meckert ihn eigentlich eher aus, weil es so spät abends geworden ist. Und denkt, dass er nur auf der faulen Haut gelegen hat. Er hat schwer geschuftet bis so spät abends. Trotzdem nur wenig geholt.
und keine 110% gemacht. Außerdem, ich weiß nicht, was das letzte bedeuten soll. Fühlt er sich schlecht oder so? Und er möchte nach Hause gehen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ah, Moment, da war ja so ein Ding. Nein, bleib stehen. Ja, der Arme erinnert sich daran, dass er ausgemeckert worden ist, direkt nach dem Ausschlafen und dass er zu wenig mitgebracht hat, dass er sich nicht genug angestrengt hat und er fühlt sich immer unwohler. Ja, aber bevor ich jetzt hier die Tür öffnen werde, werde ich mich erstmal von euch verabschieden. Ich kann euch natürlich auch direkt schon mal sagen, worum es hier genau geht. Da steht nämlich in der Inhaltsangabe von dem Spiel auf Steam selber drin. Und zwar ist dieser kleine, nicht ganz so knufflige Kerl neben mir hier, dieses schwarze Viech, das ist quasi unsere Depression. Das könnt ihr in den nächsten Folgen im Hinterkopf behalten. Das ist unsere Depression, die daher wächst, weil dieser Aufseherkerl, sage ich jetzt mal, immer und immer wieder nur negativ redet und sagt, du hast nichts geleistet und du hast viel zu wenig gebracht, du hast zu lange Zeit gebraucht und wahrscheinlich nur auf der faulen Haut gelegen und so weiter. Und das nehmen wir uns, also wir als Frettchen, keine Ahnung, was wir jetzt sind, wir nehmen uns das halt sehr zur Brust und werden dadurch immer depressiver. Und genau das sollte dieses schwarze Kerlchen auch darstellen im letzten Level, dass diese Depression, sage ich jetzt mal, unsere Arbeit nämlich behindert und sie immer schwerer macht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das dann in den nächsten Teilen noch so wird. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.